Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ich hatte im Frühjahr 2020 zwei Unternehmensbeteiligungen aus meinem Depot geworfen, weil sie die Dividende gestrichen bzw. deutlich gekürzt hatten. Inzwischen sind beide Unternehmen in meiner Watchlist wieder aufgetaucht. Sie sind sozusagen in der Reha und könnten demnächst wieder zu meinem Depot dazugehören. Titel Nummer 1, das ist der REIT EPR Properties, ein vormaliger und jetzt auch wieder Monatszahler, der von Juni 2020 bis August 2021 die Dividende komplett ausgesetzt hat. Die Aktie wurde von vielen schon als Todeskandidat gehandelt. Ich habe meine Aktien verkauft, als die Dividende ausgesetzt wurde, und habe mir stattdessen EPR-Vorzugsaktien gekauft, die zu diesem Zeitpunkt deutlich unter Par notierten, mit Abschlägen zwischen 30 und 40%, sodass ich also hier eine sehr attraktive und sehr sichere Dividendenrendite erwirtschaften konnte, solange wie die Aktien sehr billig waren. Als sie dann über Par gestiegen sind, habe ich sie leicht über dem Nennwert wieder verkauft und das Geld anderweitig angelegt. Warum ging es EPR Properties so schlecht? Nun, man betreibt Freizeit- und Erlebnisimmobilien bzw. vermietet diese. Beispielsweise ist AMC, die große Kinokette, der größte Mieter von EPR Properties. Darüber hinaus gibt es noch Freizeitparks, Wasserparks, es gibt verschiedene Erlebniseinrichtungen, so Familienvergnügung und solche Sachen, alles Dinge, die während der Pandemie zum großen Teil geschlossen waren. Allerdings hat EPR Properties eine blitzsaubere Bilanz. AMC hingegen, der Kinobetreiber, stand immer existenziell auf der Kippe, bis dann im Juni 2021 die Robin Hooder zu Hilfe eilten und den Aktienkurs durch die Decke geschickt haben. Da hat AMC etwas sehr Cleveres gemacht. Man hat nämlich Hunderttausende von neuen Aktien emittiert und die zu teurem Geld an die Robin Hooder verkauft, damit sich die Firmenkasse gefüllt und einen möglichen Konkurs abgewendet. Inzwischen laufen die Kinos wieder, die Zahlen an den Box-Offices für die letzten Blockbuster sind überwältigend gewesen und es ist klar, dass Kino nicht tot ist. EPR Properties zahlt jetzt wieder 25 Cent pro Monat an Dividende, die Mieten fließen wieder, die Zahlungsrückstände aus den Jahren 2020-21 werden schrittweise abgebaut, dem Unternehmen geht es nach wie vor gut. Es erwartet ein starkes Wachstum des adjustierten operativen Cashflows. Bis Ende 2023 sehen die Analysten hier ein Gewinnwachstum von 22,05% per annum. Vor der Krise lag das Wachstum immer so im Bereich von 3 bis 4%. Woran liegt das starke Wachstum? Nun, viele kleine Unternehmen haben eben aus dem Bereich der Erlebnisimmobilien diese Pandemie nicht überlebt. Und hier ist EPR Properties aufgrund seiner blitzsauberen und ja, soliden Bilanz in der Lage, günstig neue Objekte zu akquirieren. Aus meiner Sicht ist das ein klarer Kaufkandidat. Bei Kursen zwischen 45 und 47 Dollar liege ich da auf der Lauer und warte darauf, dass ich hier nochmal zum Zuge komme. Zweiter Kandidat ist aus einer ganz anderen Branche das Unternehmen Footlocker. Muss man wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Es ist einer der führenden Premium-Vertriebspartner für Turnschuhe und dazugehörige Textilien. Im August 2020 hat Footlocker bekannt gegeben, die Dividende von 40 auf 15 Cent zu kürzen. Daraufhin flog die Aktie aus meinem Depot. Footlocker ist ein Premium-Schuhhändler, wo ich auch lange keine guten Perspektiven gesehen habe. Dann stellte sich aber heraus, dass der wichtigste Vertriebspartner, nämlich Nike, an Footlocker festhalten wird. Hintergrund: Nike ist eines der Unternehmen, die ihre Einzelhandelspartner rigoros aussortieren und sich wirklich nur noch auf wenige Premium-Partner konzentrieren. Da ist Footlocker drunter unter diesen Premium-Partnern und wird sozusagen von der Marktkonsolidierung auch profitieren. Denn wenn es weniger Läden gibt, in denen man Nike-Produkte kaufen kann, dann wird das natürlich Footlocker zusätzliche Kunden sowohl in die Läden als auch auf die sehr starke Website spülen.
Nach der Kürzung der Dividende gab es genau zwei Quartale, die 15 Cent. Dann wurden schon in den darauffolgenden zwei Quartalen 20 Cent Quartalsdividende gezahlt. Und seit Oktober 2021 gibt es 30 Cent pro Quartal. Die Ausschüttungsquote liegt deutlich unter 20%. Die Aktie wird damit jetzt bei der derzeitigen Dividendenrate von $1,20 pro Jahr, wird sie bei Kursen um 40 Dollar für mich interessant. Dann wirft sie nämlich 3% Dividendenrendite ab. Das KGV der Aktie liegt bei sensationellen 6,65 für das kommende Jahr. Am 31. Januar endet das Geschäftsjahr und wir dürfen uns darauf freuen, was für ein Gewinnwachstum die Firma für 2021 auf den Tisch legen wird und vor allem, wie der Ausblick für 2022/23 sein wird. Hier wird auch ein ziemlich hohes Wachstum prognostiziert. Wie immer ist das Ganze natürlich keine Empfehlung. Ich rate jedem, seine eigene Due Diligence anzustellen, seine eigenen Analysen zu machen und nichts von dem zu glauben, was ich hier so zum Besten gebe. Passt selbst auf euer Geld auf. Tschüss, euer Nils Gajowi.